Servus und hallo. Heute wird wieder mal getestet und zwar ein Material, was die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht kennen werden. Es geht heute um das Material hier. Das ist eine Hochleistungsarmierung aus Basaltfaser und die will ich heute mal mit einer herkömmlichen Stahlarmierung vergleichen. Da habe ich einige Tests vorbereitet, Belastungstests, und dann wollen wir mal schauen, ob die Basaltfaser beim Stahl mithalten kann oder ob sie vielleicht sogar besser ist. Bevor wir jetzt mit den Tests beginnen, schauen wir uns aber erstmal an, wie die Basaltfaserarmierung überhaupt hergestellt wird, weil das ist nämlich auch ziemlich interessant. Und zwar besteht das Ganze aus Basaltstein, der wird eingeschmolzen bei einer Temperatur von 1250 Grad. Und der geschmolzene Stein, der wird dann in lange Fäden gezogen. Die kann man dann entweder kurz schneiden zu Kurzfasern oder die langen Fäden miteinander verweben, dass man dann halt eben diese Stangen erhält. Wenn das Material dann wieder abkühlt, dann wird es wieder hart wie Stein und dann kommt auf die Oberfläche noch eine raue, sandige Beschichtung drauf, dass es dann mit dem Beton auch einen guten Grip, also eine gute Verbindung eingeht. Und dann ist die Stange aus Basaltfaser eigentlich auch schon fertig. Die Basaltarmierung gibt es wie die Torstahlstangen auch in verschiedenen Materialstärken. Seht ihr hier. Nur gibt es beim Basalt halt auch filigraner Ausführungen. Also ich glaube, beim Torstahl fängt es ja bei 6 mm an. Für unsere Tests verwenden wir jetzt mal von beiden Ausführungen die 8 mm Variante, dass wir dann auch gleiche Testvoraussetzungen haben. Ich würde sagen, dann fangen wir gleich mal im ersten Test mit den Gewichtsunterschieden an, weil das ist ja schon mal ein Punkt, der interessant ist. Dazu habe ich mir dann zwei kleine, gleich lange Stücke abgeschnitten, weil die langen Stangen, die kann man ja schlecht wiegen. So, wie ihr sehen könnt, beide gleich lang. Dann schauen wir jetzt mal, was die Waage sagt. Hier hält man dann zunächst mal den Stahl. Ja, 81 und dann hier den Basalt, 18. Na, habt ihr das so erwartet, nachdem ihr gehört habt, dass die Armierung aus Basaltstein hergestellt ist? Also ich nicht, aber letztendlich ist jetzt die Basaltarmierung 4,5 mal leichter als eine vergleichbare Armierung aus Stahl und das ist schon ein ordentlicher Unterschied. Ja, das Zeug wiegt ja so gut wie nichts. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Der Vorteil in der praktischen Anwendung liegt natürlich dann auch auf der Hand, weil erstens kann man natürlich beim Bauteil an sich Gewicht sparen und zweitens auch beim Transport der Armierung zur Baustelle. Also das sind ja auch riesen Kostenpunkte, die die Speditionen da von A nach B rangieren. Ja, 4,5 mal leichter. Was für mich als Bastler noch ein viel größerer Vorteil ist, ist, dass das Material korrosionsbeständig ist, sprich, dass es nicht rosten kann. Das ist insbesondere bei Betonteilen im Außenbereich relevant, weil da braucht man immer eine gewisse Mindestbetondeckung. Die liegt je nachdem, was man für einen Beton verwendet, bei 2,5 bis 5 cm. Und es ist auch notwendig, dass man die einhält, weil sonst kann nämlich Feuchtigkeit im Beton eindringen und den Stahl dann zum Rosten bringen. Und dann wird das Betonteil irgendwann zerstört. Ja, das ist bei Basalt zum Beispiel auch kein Thema, weil Basalt kann nicht rosten und dann kann es auch nicht zur Korrosion kommen. Das ist zum Beispiel auch wieder ein großer Vorteil, den ich so sehe. Weil damit kann man dann auch wirklich filigrane, armierte Betonteile im Außenbereich herstellen. Unser nächster Test ist wieder ein praktischer Test und da habe ich mir hier schon mal eine Schalung dafür gebaut. Da will ich jetzt mal sehr filigrane, nämlich nur 3x3 cm starke Betonstangen gießen mit den entsprechenden Armierungen aus Basalt und aus Stahl. Für den Test habe ich einen hochfesten Mörtel verwendet. Das ist eine Eigenmischung und wenn es euch interessiert, findet ihr da eine Anleitung auf meinem Blog. So, dann schauen wir mal. Ich habe dann versucht, die beiden Armierungen möglichst gleichmäßig und mittig in den Beton einzuarbeiten und da hat man dann wieder einen kleinen Unterschied zwischen den Materialien festgestellt. Es ist nämlich so, dass bei einer Metallarmierung die Armierung leicht nach unten im Beton absinkt. Das sieht man ganz gut, weil die Stange, die wird hier langsam vom Beton bedeckt und beim Basalt ist es anders. Also der verbleibt eigentlich an Ort und Stelle, sinkt nicht ab, weil nämlich Basalt ungefähr die gleiche Dichte hat wie Beton. Das ist übrigens auch ein kleiner Vorteil von Basalt. Ihr seht ja, dass ich hier noch eine dritte Testreihe habe. Da will ich jetzt gleich noch einen anderen Test machen mit Langfasern. Wir haben ja bei uns im Sortiment auch Armierungsfasern mit Längen von 24 mm und die sind dann auch dazu geeignet, um Bewehrung zu ersetzen. Ja, da will ich mal schauen, was die Fasern können. Da werde ich den gleichen Belastungstest mitmachen. Nur mal so noch nebenbei. Weil es gibt ja Bauteile, wo man nicht mit Stangen oder mit Gewebe arbeiten kann und dann braucht man eben gescheite Fasern, die auch Kräfte aufnehmen können und als Bewehrung eingesetzt werden können. Die hier verwendeten Armierungen und noch viele weitere Produkte zur Betonverarbeitung findet ihr übrigens ab jetzt auch bei uns im Grey Element Shop. Der wird heute eröffnet und da bieten wir viele Hightech-Artikel rund um die Betonverarbeitung an. Schaut einfach mal vorbei, vielleicht ist was für euch dabei. Und das ist übrigens auch eine Möglichkeit, wie ihr zukünftig den Kanal noch unterstützen könnt.
So, kann es weitergehen. Den Beton habe ich jetzt mal 7 Tage aushärten lassen. Seine Nennfestigkeit hat er jetzt noch nicht ganz erreicht, aber zu 80-90% ist es schon gegeben und das ist jetzt für unseren Test hier ausreichend. Ist ja jetzt auch nicht wirklich relevant. Wichtig ist nur, dass wir bei beiden Materialien gleiche Testverhältnisse haben. Ich habe mir jetzt hier von beiden Stangen auch mal noch ein kleines Probestück abgeschnitten, weil das brauche ich nachher noch für einen anderen Test. Und an den beiden Abschnitten hier kann man es auch ganz gut sehen, was ich euch vorhin erklärt habe, nämlich das Absinken im Beton. Das ist der Basalt, der ist unverändert und die Metallarmierung ist nach unten abgesunken. So, und jetzt wird getestet. Natürlich hochwissenschaftlich wie immer. Kennt ihr meine Methoden. Ich habe geplant, die Stäbe jetzt hier mittig mit Gewicht zu belasten und dann schauen wir mal, was passiert. Fangen wir mal mit dem Stahl an. Das ist jetzt schon wieder so ein Test, wo mein Gewicht nicht ausreichend ist. Vielleicht hätte ich doch nur 6er-Stangen verwenden sollen. Naja, mal schauen, was ich noch so an Gewicht herumfliegen habe. Da habe ich mal noch einen Stahlträger. Naja gut, das waren jetzt ungefähr 27 Kilo. Jetzt schauen wir erstmal, ob das der Basalt auch aushält. Gleicher Test nochmal. Gerade hat es ein bisschen geknackst. Ja, da sehe ich auch schon ein paar kleine Risse. Das war dann doch zu viel für den Basalt. Ich habe nachgezählt, 19 Kilo waren es. Durchgebrochen ist es ja nett, aber es hat schon deutliche Risse. Ja, das Material ist halt auch viel elastischer als Metall. Also diese Runde geht an Stahl und jetzt testen wir noch die Fasern. Da will ich es nämlich jetzt auch mal noch wissen. Die werden aber deutlich weniger aushalten, gehe ich davon aus. Auch hier wieder der gleiche Test, aber da gehen wir jetzt in deutlich kleineren Schritten vor. Noch hält's. Das waren jetzt immerhin auch 14 Kilo, was die langen Fasern ausgehalten haben, aber dafür hat es halt danach das Bauteil komplett in der Mitte zusammengerissen. Was ich auch ziemlich lustig fand, war die Tatsache, dass es da jetzt dann auf 500 Gramm ankam. Es hat ja gehalten und dann habe ich die letzte 500 Gramm Scheibe draufgelegt und dann bam. Ja, habe ich so auch nicht erwartet, aber die Fasern, die leisten auch ganz gute Arbeit. Leute, als altes Spielkind komme ich einfach nicht drum herum. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch wissen, ob die Stahlarmierung mein Körpergewicht aushält. Und das werde ich jetzt mal noch probieren. Ah, nee, okay, da hat's geknackt. Also der Stahl ist jetzt ganz offensichtlich richtig gebrochen, der Basalt aber noch nicht. Muss ich mir jetzt doch nochmal genauer anschauen. Machen wir nochmal einen kleinen Test. Aufsetzen will ich mich eigentlich nicht unbedingt, aber schauen wir mal. Immer noch nicht gebrochen. Kriege ich ihn überhaupt zum Brechen? Ja, jetzt. Ja, keine Ahnung, wie das Ergebnis jetzt einzuschätzen ist. Also ihr habt gesehen, da waren schon mal nochmal deutliche Kräfte notwendig, um das jetzt hier wirklich auseinanderzubrechen. Man muss immer auch bedenken, das sind nur 3 cm Beton und 8 mm Bewährung. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Material hier ein bisschen flexibler ist als der Stahl. Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja irgendwelche Experten, die das einschätzen können. Würde mich mal interessieren. Um das Thema Belastbarkeit abzuschließen, mal noch ein paar Worte zur Zugfestigkeit. Das war jetzt ja die Biegefestigkeit, die wir getestet haben, aber jedes Material hat ja auch eine Zugfestigkeit. Das ist jetzt bei Beton nicht so relevant, kann ich jetzt auch hier nicht testen, aber ich habe mich mal eingelesen und da war jetzt zum Beispiel der Basalt klar im Vorteil, weil Basalt kann nämlich bis zu 3-mal höhere Zugfestigkeiten aushalten als Stahl. Also das ist zum Beispiel auch interessant und hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Und jetzt geht es mit dem nächsten Test weiter. Jetzt geht es nämlich um Hitze.
Mein Hitzetest ist auch wieder ein bisschen improvisiert, wie ihr seht. Da werden die Fachmänner wahrscheinlich auch wieder lachen. Ich habe zuerst überlegt, das Ganze im Backofen zu machen, habe aber dann gedacht, dass ich auf dem Grill höhere Temperaturen hinbekomme und habe dann auch noch externe Luft zugeführt. Aber auch hier bin ich nicht wirklich über 250 Grad gekommen. Also ja, war nicht mehr drin. Ich habe das Ganze dann eine halbe Stunde circa im Grill belassen und danach waren dann meine Bratwürste richtig schön braun. Ich denke, die Hitzebelastung war dann doch einigermaßen ausreichend. Weil 250 Grad für Beton eigentlich noch überhaupt kein Problem sind, habe ich nochmal mit dem Gasbrenner draufgehalten und das waren dann schon nochmal andere Temperaturen. Naja, das war jetzt zumindest das Maximum, was ich hier rausholen konnte. So Leute, da bin ich wieder mit den zwei abgekühlten Proben. Schauen wir uns mal das Ergebnis an. Das müssen wir uns aus der Nähe anschauen, weil sonst sieht man es kaum. Hier ist die Metallarmierung und ihr seht, auf die gesamte Länge, wo der Stahl hier im Beton liegt, hat sich ein Riss gebildet. Die Risse gehen auch immer noch seitlich weg und es liegt daran, dass natürlich auch das Metall erhitzt wurde, sich dann ausdehnt und dann kommt es eben zu diesen Rissen. Hier, wenn man den Basalt anschaut, da sieht es ein bisschen anders aus. Also da kann man auf die Länge gesehen keine Risse erkennen. Hier ein paar, aber ich denke, dass das eher durch die Schädigung vom Beton entstanden ist. Aber man hat keine Risse, die sich durch die Armierung abzeichnen. Ja, das sind jetzt hier natürlich nur kleine Risse, aber die werden natürlich immer größer mit der Zeit. Wenn man das Bauteil wieder erhitzt, wieder abkühlt, dann fällt es irgendwann auseinander. Die Hitzebeständigkeit ist natürlich bei den meisten Projekten, die man so als Heimwerker mit Beton umsetzt, jetzt nicht das große Thema, aber manchmal eben schon, weil ich will zum Beispiel im nächsten Jahr einen Pizzaofen mit so einer runden Kuppel aus feuerfestem Beton umsetzen und da braucht man natürlich dann auch eine Armierung, die dazu geeignet ist, weil sonst fällt einem das Teil innerhalb von kürzester Zeit halt wieder zusammen. Ja, das ist jetzt zum Beispiel auch wieder ein kleiner, aber wissenswerter Unterschied zwischen einer Armierung aus Basalt und Stahl. Wie ist jetzt das Fazit nach den ganzen Tests? Also welches Material ist besser? Meiner Meinung nach kann man die Frage so nicht beantworten, weil es gibt eigentlich nur das richtige Material für das entsprechende Projekt oder für das entsprechende Vorhaben. Und da habt ihr jetzt mal gesehen, dass Basalt durchaus eine geeignete Alternative zur klassischen Stahlbewehrung sein kann. Tut mir leid, dass ich euch die Frage jetzt so nicht beantworten kann, aber ich denke, ihr habt da auch eine Meinung dazu. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und dann würde mich auch mal interessieren, was ihr damit eventuell umsetzen würdet. Für heute sind wir dann wieder durch. Ich hoffe, dass das Video für euch auch wieder ein bisschen interessant war. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht, das Material zu testen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder zu neuen Projekten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.